Ja, nachdem der letzte Part ein bisschen unglücklich verlaufen ist bei Let's Play Wild Arms 2, werden wir mal gucken, ob dieser Part vielleicht ein bisschen besser läuft. Wir haben die Explosion selbst aus dem vom Valeria-Chateau aus gesehen. Aha. Den Muster nach zu urteilen, müsste es Gigias gewesen sein. Oder Gaius. Ich war es definitiv derjenige, der Gaius in Brad Evans Nacken implantiert hat. Okay. Ist das alles möglich? Ist es möglich, dass er überlebt hat? Klar, es ist ein JRPG. Die mächtige Bombe in seinem Nacken ist explodiert. Wir können nicht annehmen, dass das jemand überlebt hat. Vielleicht hat er sie sich rausgeschnitten. Es tut mir leid, Brad. Es gab eine Zeit, wo ich dich angezweifelt habe. Aber nee, jetzt nicht mehr. Naja, das bringt ihm herzlich wenig für euch. Ich habe eine neue Mission für euch. Hä? Zu einer Zeit wie dieser? Odessa komplett zerstören, ohne einen Atem zu verschwenden. Weltweiten Frieden zurückbringen. Ja, das ist der einzige Weg, um Brad zu ehren. Okay. Ja, ja. Das werden wir tun. Das wird's besser machen, nicht wahr? Tim? Du solltest nicht immer rumnerven. Beziehungsweise rumtrauern. Ja. Ja, du hast recht. Tut mir leid, mir geht's gut. Okay. Eure nächste Mission besteht darin, etwas sehr Wichtiges zu beschützen. Aha. Ihr müsst den Meister, den Sohn des Meisters von Gil-galad beschützen und ihn zurück in sein Land bringen. What? Hä? Meinst du, er wird von Odessa angegriffen? Der Auftrag zur Schutzmaßnahme kam vom Meister von Gil-galad. Okay. Das ist unglaublich. Glaubt der Arms ist ein persönlicher Escort-Service? Ich wusste, warum ich ihn nicht leiden kann. Ihr solltet die Langstrecken-U-Bahn nehmen für diese Mission. Okay. Die Station ist nördlich von Quartley, am Fuß des Berges. Trefft euch dort mit ihm. Ha, ich kann nicht die ganze Zeit weinen. Ja, Brad würde lachen. Okay, Zeit für Action. Alles klärchen, wir haben unsere neue Mission. okay. Ich würde mich gerne ein bisschen aufpowern, wenn ich ehrlich bin, weil... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich fühle mich extrem schwach. Ich meine, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ich wahrscheinlich extraordinär leveln kann und leveln werde. Bis dahin muss ich mich wohl irgendwie versuchen, hier durchzuschlagen. Glaube ich. So, wie zur Hölle komme ich hier raus? Ich weiß es nicht. Seitdem dieses ganze Gedönse hier umgebaut ist, habe ich keinen Plan mehr, was ich eigentlich tun muss. Okay, wir gehen mal hier lang. Ne, da war nur das Gefängnis. Map. Dann war es vielleicht B2, oder? Obwohl, B2 war nur der Maschinenraum. I don't know. Where to go? So please. Deliver me a bit peace. With something, something like ease. Okay. Hier war ja mal ursprünglich der Ausgang von dem Ganzen. Jetzt gucke ich mal, ob hier immer noch ein Ausgang ist. Ich weiß es nicht. Ich würde nämlich ganz gerne meine Personal Skills ein bisschen... Ach Quatsch, ich Dummkopf, Alter. Ich weiß, ich kann noch fliegen mit dem Ding hier. Oh Mann, Mann, Mann. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Never ever. So, ich glaube, die Brücke war ganz oben, ne? Macht Sinn. Ich glaube, die war irgendwo hier, oder? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, let's do it. Okay. Als erstes würde ich gern hier raus. Jawohl. So.
Dann werde ich mich mal nach Quartley zurückquartern. Und Looky Looky machen. Nördlich von Quartley. Okay. Sollte ja eigentlich kein Ding sein. Kein Ding, sage ich euch. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Du warst der Rüstungsmensch, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, das hier war der Rüstungsmensch. Aber bringt ja alles nichts. Ich habe ja schon alles Beste. Okay, dann werde ich mir ein bisschen... ein bisschen... nee, ins Hotel wollte ich nicht. Help me! Where must I go? Kann ich irgendwas machen? Ja, ich könnte mir... nee, Moment. Warum hat der denn eigentlich immer... warum haben die immer noch die Level 1 Magic? Frage ich mich. Obwohl ich die Level 2 Magic freigeschalten habe. Fragen über Fragen, liebe Leute, die mir wohl keiner beantworten kann. Gab's hier keinen Personal Skill Shop, Alter? Moment mal, lohnt sich das überhaupt? Naja, nicht wirklich. Denn die Fähigkeiten, die ich tatsächlich aufpowern möchte, kosten leider zu viel. Leider. So. Nördlich. Okay, nördlich heißt auf der anderen Seite. Ich verstehe schon. I understand this. Dieses Spiel macht mich irre. Dabei bin ich nicht mal irre. Aha, aha, aha. Ich weiß, der war schlecht. So, nördlich. Das heißt, wir müssen wohl irgendwo... irgendwo hin. Na, wenn das mal nicht merkwürdig aussieht da hinten, dann weiß ich auch nicht mehr. Haha. We have found anything. Dup. Uratu Station. Okay. Ist das ein Bahnhof? Oder was? Sieht so aus. Aha. Ach du meine Fresse. Moment mal. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Aha. Ich bin Noel Anaheim, Guild Gallard. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Scheiße, Alter. Oh, wie geht's dir? Das Vergnügen ist auf unserer Seite. Ich bin sicher, ja. Ich habe eine etwas grausige, aber eine etwas ängstlich erregende Gruppe erwartet. Aber ich bin relieved, dass ihr so normal aussieht. Bei diesen ernsten Typen, von diesen ernsten Typen bewacht zu werden, ist wirklich ermüdend. Okay. Der hat doch schon eine Leibgarde, Alter. Was will er denn von uns? Master Noel liegt in euren Händen. Bitte, habt gut Acht auf ihn. Na, ihr werdet direkt nach Gil-Galad, ohne Zwischenstops reisen. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Bitte lasst diese Bösewichte von Odessa, Master Noel, nicht anfassen und, ja, bumsen. Hey, dieses Kind braucht keine Bodyguards. Da hast du recht. Es ist Zeit für die Abfahrt, bitte. Steigt ein. Okay. Lass uns gehen, alle zusammen. Hier ist irgendwas ganz gehörig faul. Wow. Wow. Das ist cool. Das ist ein Zug. Ich mag Züge. Tschi, tschi. Huh. Stimmt irgendwas nicht? Naja. Nein, ich hab nur nachgedacht, was für ein, toller Zug. Ja. Yeah. Der Dianbai Guang. Okay. Ist ein Frachtzug. Ist das ein Problem? Ne klar.
Nein, 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 es ist nur dort, wo der Prinz von Gil-galad bist, habe ich etwas pompöseres erwartet. Gil-galads Produkte sind auf Qualität aus, nicht damit sie schickimicki sind. Wir bevorzugen Funktionalität über alles. Okay. Wofür braucht der Sohn von dem Meister von Gil-galad einen pompösen Zug? Und außerdem, ich liebe das Diambiaiguang. Okay. Ich fahre lieber am liebsten mit dem Zug. Okay. Gibt's auch Betten drin? Noel, ihr könnt im Zug weiterreden. Euer Vater wird verzweifeln, wenn der Zug nicht rechtzeitig ankommt. Oh, sorry. Wir werden direkt einsteigen. Na los, Beeilung. Der Schaffner wird ungeduldig. Okay. Das ist alles wirklich sehr merkwürdig. Ich würde fast schon tendieren, dass es eine Falle sein könnte. Dumm-di-dumm. Diese Typen sind wirklich schrecklich aufdringlich. Ja, mein Vater hat ein Problem. Er sagt, sie sind für meinen Schutz, aber das zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich. Ich bin in noch größerer Gefahr. Haha, wir werden in Ordnung sein. Beziehungsweise nur für den Fall. Wenn die Zeit gekommen ist, dann haben wir militärische Macht bei uns, keine Ahnung. Brad, was würdest du denken in so einer Zeit? Hey, Noel ist wirklich ein cooler Typ. Aber sein Vater ist sehr merkwürdig. Lilka. Oh. Habe ich zu frei rausgesprochen? Oh, macht nichts. Das ist in Ordnung. Vaters Personalität ist... naja, so wie sie ist halt. Aber alles, was er tut, ist für Gil-galad. Okay. Auch er wünscht sich eine freundlichere und sicherere Welt. Mhm. Ich habe darüber nachgedacht. Warum? Auch wenn es den gleichen Zweck erfüllt... tun Menschen verschiedene Pfade wählen? Ich habe keine Antwort. Naja, weil jeder für sich anders versucht, das zu erreichen. Dieser Tunnel ist so lang. Ja. Okay. Das war ursprünglich, war das mal eine Transportroute, um Güter aus Gil-galad rauszutragen oder rauszutransportieren. Die Szenerie vor und nach dem Tunnel ist wirklich dramatisch unterschiedlich. Das ist merkwürdig. Was ist, Noel? Naja, wir sollten schon langsam aus dem Tunnel raus sein. Lass uns das mit dem Schaffner bereden. Oder auch nicht. Oh, junger Meister. Oh. Hey, warum bist du so aufgeregt? Beruhig dich. Wir können nicht aus dem Tunnel raus. Oh. Wir sind in einer merkwürdigen, in einem merkwürdigen Raum gefangen. Wir können nicht mal unsere Position orten. What? Hey, es ist hier. Guck mal. Was ist hier? Okay, es ist Zeit für uns zu handeln. Noel, warte hier. Ja. Yeah. Wow, ich werde die berühmten Arms in Action sehen mit meinen eigenen Augen. Warum haben eigentlich alle Leute hier blaue Haare in diesem Spiel? Ist mir aufgefallen, es gibt unglaublich viele Menschen mit blauen Haaren in diesem Spiel. Okay, dann wollen wir doch mal gucken, was Phase ist hier drin. What? Emulator Zone. What the fuck is that? Oh. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. What is happening here? Jawohl. Jetzt kann ich wahrscheinlich da durch. Aha. Okay, wir gehen erstmal nach links. Was auch immer hier eigentlich abgeht. Ach du Scheiße, it's a fucking labyrinth. Oh shit, it's a fucking labyrinth. Keine Ahnung. Ich folge einfach mal... Hi? Okay, das muss der Ausgang sein, nehme ich an. But what is happening here? What is the meaning of this? Odessa Manor. Oh yeah. Nice. Ich bezweifle, dass die Typen was auf dem Kasten haben. Bam! Ich hoffe, es ist auch One-Hit-Gegner. Jawohl. Außer für Lilka natürlich. Bioweapon. Oh shit. Oh shit.
Naja. Meine Fresse, sind die Viecher lästig, Alter. Ja, schön. Schön. Ich glaube, du bist weg. Jawohl. Ach, Menno. Wo ist Brad, wenn man ihn braucht? Ja. Ach so, oh, Ashley pennt auch. Alter. Das könnte ein bisschen merkwürdig sein hier. Das könnte unter Umständen einige Probleme hervorrufen. So, jetzt müssen wir kurz mal Antidoten. Ja, okay. Was zum Teufel, Alter? Irgendwas stimmt hier nicht. Wo muss ich hin? Oh, das sieht neu aus. Oder auch nicht. Moment. Hätte ich da durchgehen müssen? Scheiße, alles das lästig hier. Keine Ahnung. Ich gehe mal hier durch. Aha. Wie kannst du nicht eine Welt voller Illusionen in Frage stellen? Okay. Besorgniserregend. Verwirrt ihr alle. Schaut nicht zurück und ihr verdient keine Zukunft. Okay. Ich glaube, das war ein Hinweis für mich, was ich tun muss, oder? Oh, shit, Alter. Okay, das bringt nichts. Nein, wir sind hier durchgelaufen. Ja. Glaube ich jedenfalls. Hier lang? Kann ich da durch? Nö. Okay, dann muss ich wahrscheinlich irgendwo... Was zum... Teufel, Alter! Kann er mir helfen hier? Kann er schieben? Nein, kann... Wow. Was ist das? Naja, es bringt mir nichts. Tja. Och Mann, ich war zu langsam. Alter, was ist das für ein Scheißhaufen hier? Ach, was schön. Okay, wir machen Multiblast ins Gesicht. Hab die Faxen dicke von euch. Oh ja, es hat einen verfehlt. Ja, schön. Tim, gib alles! Alter, warum ist dieser Typ so lame, Alter? Bam. Oh my goodness. Das könnte relativ anstrengend werden hier. Puka, come here and grab me this chest. Airballett. Luftballett. Okay. Ah. Ja, geilomat, Alter. Bam. So. Das heißt, jetzt dürfte ich da durchkommen. Der Zeitraum Emulator Zone wurde von Randolph, dem magischen Schlüssel, angezogen. Ich hoffe, ihr trefft den Tod in diesem Dimensionsintervall und verrottet. What? Was ist das denn hier? Hä? Bist du Odessas Cocytus? Ja, wir haben uns schon mal getroffen. Ich bin Kana, einer von Odessas Cocytus, genau. Ihr Armstypen, die Sir Winsfelds Ideale gegenüberstehen. Wir haben Alarmstufe Rot gerade.
Wir müssen... ihr habt Alarmstufe Rot. Ihr müsst hier in der Emulator Zone mit eurem Zug gefangen bleiben. Ach, der Typ ist das. Hey, wir müssen ankommen. Unser Zeitplan ist eng gestrickt. Wir möchten grünes Licht haben. Ich glaube, das interessiert den Typ relativ herzlich wenig, Alter. Ach ja, jetzt dürfen wir ihn auch noch wegbattlen. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, nice. Wow, was hat der Typ da? Das ist ein Riesenschlüssel. Man stelle sich vor, welche Herzen er damit öffnen könnte. Der Tag der Dämonenbeschwörung. In der Schwertkathedrale. Wärst du nicht lebendig wieder zurückgekehrt mit dem Dämon in dir, wären unsere Ziele nicht ruiniert. Hä? Das war also euer Werk, nicht wahr? Ja, wenn es so wäre, was wirst du dagegen tun, Ashley Winchester? Ihr werdet damit nicht durchkommen, Odessa. Was zur Hölle, Alter? Was sollte dieser Schrei gerade? Was sollte der Müll? Okay. Angriff. Wir machen... Naja, Short Weapon. Und wir machen ein bisschen... Red Beauty. Jawohl. Ach du Scheiße. Der Typ ist schneller wie wir. Das gefällt mir absolut nicht. Okay. So, jetzt gibt's erstmal einen Headshot, Alter. Bam. Jawohl. Der Typ hat 7000 Lebenspunkte, glaube ich. Schauen wir mal. Aha. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Red Beauty. Bam. 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 Und? Oh ja. Macht ordentlich Schaden. Du wirst mal den guten Timmy heilen, sicherheitshalber. Wir werden Accelerator machen und Shot Weapon. Und du wirst mal ein bisschen FP shiften. Oh ja, denn ich brauche für Lilka FP. Ist mir deutlich wichtiger wie Timmy. Timmy! Timmy! Jawohl. Tor von Isolde. Was zum Teufel? Ach du Scheiße, Alter. Ich glaube, ich werde diesen Kampf richtig verschissen. Ach du Scheiße. Nein! Lilka pennt. Lilka pennt. Lilka pennt. Geht es auch mal schneller, Digga. Naja. Bringt jetzt in erster Linie nicht wirklich viel. Ich sollte sie ein bisschen... Alter, mir geht es richtig auf den Sack, dass ich nicht gescheit heilen kann in diesem Spiel. Wir sollten mal ein bisschen... Ach, die hat ja alles Mögliche, Alter. Downhearted. Ich weiß nicht, was dieser Status bringt, aber ich weiß nur eins. Und zwar, dass dieser Kampf richtig scheiße werden könnte. Okay, erstmal eine Big Berry auf dich selber, auch wenn ich nicht glaube, dass er den nächsten Angriff über... Okay, er wird ihn überleben. Naja, ist ja jetzt kein Schaden eigentlich, was er hier fabriziert. So, ich habe keine Ahnung, was Downhearted macht, deswegen wahrscheinlich sowas ähnliches wie Verwirrung oder so. Aber es wäre wirklich nice, wenn sie jetzt wieder aufwachen würde, ehrlich gesagt. Jawohl. So, Mystique, Healberry auf alle erstmal. Du machst Accelerator und dann Shot Weapon. Wir machen hier mal ein bisschen Black Beauty. Ach du meine Güte. Okay. Jetzt kommt er wieder mit dem Scheiß. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht. Ja. Das ist sehr schlecht. Ich glaube, die Disease bewirkt, dass man keine Special-Angriffe mehr einsetzen kann. Was ein bisschen blöd wäre, wenn ich ehrlich bin. Ach, man kann ihn nicht heilen jetzt. Okay. Lästig. Jawohl. Es
Ist mir egal jetzt, Alter. Einfach Schaden raushauen. Einfach Schaden raushauen. Sie kann restore, oder? Ja. Wir heilen ihn. Accelerator. Short Weapon. Ja, wir machen jetzt hier... Wir gehen jetzt richtig auf Krawall, glaube ich. Beziehungsweise... Nein. Accelerator. Und dann werde ich mir eine Big Berry reinschmeißen. Du machst Red Butte für ein bisschen Schaden in dieser Runde. Mein Gott, wenn die Animation nicht so ewig dauern würden und fünfte... Was? Ach, verdammt, ich hab vergessen, Alter. Ich kann mich gar nicht heilen, ich lappen. Ach, Mann! Hätte ich auch gleich angreifen können. So. Es ist doch tatsächlich Ashley derjenige, der hinterherhinkt. Ist ein bisschen lästig, wenn ich ehrlich bin. So, Lilka, wir machen jetzt... Ja, was machen wir? Ha! Was machen wir? Ich kann nur hoffen, dass ich vorher drankomme. Short Weapon ins Gesicht. Du machst mal einen Napalm-Hit. Wir gehen jetzt auf alles. Oder auch nicht. Naja, Schaden ist das ja Gott... Oh, nö. Greif doch an, Alter. Aber was warten die so lange, Mann? Oh, jetzt gucken wir noch Napalm wieder. Macht Schaden. Bäm. Jawohl. Oh, das war... Und er bricht zusammen, Alter. Verdammt, die mentale Verbindung ist verunterbrochen. Solange wie der Generator läuft, können wir diese Memorator Zone aufrechterhalten. Wir sollten uns beeilen. Ja, komm, fick dich, Junge. Der Kampf war wieder extrem lästig. Wirklich lästig. Es geht genauso beschissen weiter, wie es im vorherigen Teil aufgehört hat. Hey, stopp! Ja, er ist schon weg, Digga. Ich frag mich, was sie planen. Ich hab keine Ahnung. Okay, wir müssen weiter. Wir müssen diese Zone zerstören. Jawohl. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Es geht mir so auf die Nüsse, dass ich nicht heilen kann. Ich habe keine Heil-Items mehr bald. Ich finde nirgends etwas. Was soll denn der Müll? So. Jetzt, wo geht's lang? Okay, ist ein Schalter. Oder ein Teleporter. Auch gut. Oh nö, Teleporter-Rätsel. Ich hasse es. I hate it. Oh, toll. Das war schon mal gar nichts, glaube ich. Okay. Okay, dann gehen wir mal auf diese Seite. Ach du Scheiße, oh Gott. Also, das ist auf jeden Fall mal der falsche Weg. So. Hier gehen wir rein. Dann werden wir mal diesen Teleporter da hinten aktivieren. Vielleicht den hier. Moment mal, das ist doch der vom Anfang. Alter, ich drehe am Rad hier unten. Wo muss ich hin, Junge? Oh, nerv doch nicht rum jetzt. Mann! Jetzt bin ich schon wieder am Anfang. Oh, ich hasse Teleporter-Rätsel, Alter. Okay, was ist, wenn ich da rausgehe? Komme ich wahrscheinlich wieder am Anfang raus, oder? Ja, natürlich. War ja klar. So. Gut, dann werden wir... Alter, ich drehe mich hier nur im Kreis. Was geht ab? Was geht ab?
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Das kann stressig werden. Also, wir gehen jetzt nochmal dahin. Es gibt wohl insgesamt 3 Räume oder 4 Räume in diesem Teleporter-Wirrwarr. Die Frage ist jetzt allerdings, welcher ist der richtige? Wir gehen jetzt nochmal raus hier. Ja. Ich habe keinen Plan. Ich habe echt keinen Plan. Ich verstehe auch den Sinn und Zweck dieser ganzen Kacke gerade nicht. So, jetzt sind wir wo? Das heißt, hier hinten müsste einer sein. Ne, hier ist keiner. Boah, Alter! Aber ich glaube, es gibt einen Trick, wie man hier rauskommt, glaube ich. Okay. Es muss irgendeine Art System hier dahinter stecken. Das ist der erste Raum. Wir kommen hier raus. Also, das heißt, wenn wir jetzt in diesen Raum, wenn wir hier rausgehen, dann kommen wir quasi an dieser Stelle raus, nur ohne Teleporter. So. Was bedeutet, wo komme ich hier raus? Auch wieder am Ausgang. Ich verstehe es nicht. So, das wäre jetzt der Anfang. Das heißt, wir gehen jetzt auf mal auf diesen Teleporter. So. Was bedeutet, wir wären jetzt oder sind jetzt aber wieder auch am Anfang? Oh mein Gott, was zur Hölle? Ich verstehe das Prinzip hier nicht. Wo komme ich denn hier raus? Ha! Okay, Ach du Scheiße. Wo komme ich hier hin, Alter? Ich kann nicht mehr. Ich weiß es nicht. What? Oh, ficken, Alter. Ernsthaft? Nein, 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 nein. Nein, nicht verteidigen! Och Mann, Alter, also das Spiel geht mir richtig auf die Nüsse gerade, ey. Ja, jetzt pennt. Ach Gott, Alter. Vor allem, weil ich weiß, was jetzt gleich kommt. Ja, schön, toll, danke. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich irgendwie herausgefunden habe, wie ich diesen Scheiß Dungeon hier, ja. Hinbekomme. Bis dahin. Ciao.